22.30 Uhr. Es war Zeit, schlafen zu gehen. Die Müdigkeit überkam mich. Immer, wenn ich zu Bett gehe, ziehe ich meine Vorhänge zu. Doch als ich am Fenster stand und den Vorhang bereits in der Hand hatte, sah ich ein kleines Mädchen. Sie musste 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein und sah mich aus dem Fenster vom Haus gegenüber aus an. Das war überaus seltsam, denn soweit ich wusste, stand dieses Haus immer noch zum Verkauf und das bereits seit nun mehr als 5 Jahren. Sie lächelte und winkte mir zu. Ich tat es ihr gleich und winkte zum Abschied, bevor ich die Vorhänge zuzog, um mir etwas Schlaf zu gönnen. Pünktlich um 7.30 Uhr wachte ich an diesem Schultag auf. Als ich die Vorhänge öffnete, taten dies auch die neuen Nachbarn gegenüber der Straße. Wieder winkte sie. Ich erwiderte das Winken und musste etwas in mich hineinlachen. Dieses kleine Mädchen hatte die gleichen Schlafenszeiten wie ein 15-jähriger alter Junge. Offensichtlich musste ich mit meiner Mutter eine spätere Schlafenszeit ausmachen. An diesem Punkt wurde es allerdings seltsam. Als ich mich auf den Weg zur Schule machte, sah mich das kleine Mädchen wieder durchs Fenster an. Sie lächelte und winkte. Etwas verhalten winkte auch ich und beeilte mich sogleich, um rechtzeitig zur Schule zu kommen. Ich habe nie jemanden von dem Mädchen erzählt. Doch ich konnte an nichts anderes mehr denken. Wartet sie auf mich? Oder war es bloß reiner Zufall, dass sie jedes Mal aus dem Fenster sah, wenn ich da war? Diese Frage wurde beantwortet, als ich wieder nach Hause kam. Das kleine Mädchen starrte immer noch aus dem Fenster. Sie lächelte, sie winkte. Doch dieses Mal wollte ich nicht zurückwinken. Ich nickte ihr nur zur Bestätigung zu, bevor ich mich beeilte, in mein Haus zu kommen. Wann immer ich nachsah, sie schaute unmittelbar zu meinem Fenster. Ab diesem Zeitpunkt war ich mir ziemlich sicher, dass sie auf irgendeine gruselige Art von mir besessen sein musste, und ich versuchte, sie so gut ich konnte zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sie damit aufhören würde, mir Angst einzujagen. Das war leichter gesagt als getan, denn jedes Mal, wenn ich in die Nähe dieses Fensters kam, stand sie da, hinter ihrem Fenster, im Haus, auf der anderen Seite der Straße. Es wurde spät und ich machte mich langsam bettfertig. Die Vorhänge zog ich allerdings so schnell ich konnte zu, sodass sie mich nicht mehr verängstigen konnte. Das Einschlafen fiel mir jedoch schwer. Ich bekam Gänsehaut bei dem Gedanken, dass sie immer noch da sein könnte, von ihrer Seite aus auf mein Fenster starrend. Irgendwann musste ich eingeschlafen sein, wachte aber eine Stunde oder so später wieder auf. Die Nacht war immer noch pechschwarz. Starrte sie immer noch auf mein Fenster? Ich öffnete die Vorhänge und zu meiner Erleichterung war sie nicht mehr da. Trotzdem war in dem Haus auf der anderen Straßenseite irgendetwas anders und das lag bestimmt nicht an der Dunkelheit. Im nächsten Moment traf mich der Schock wie ein Schlag in den Magen. Ich sah nicht auf ihr Haus, ich sah auf meines. Ich drehte mich um und da stand sie. Sie lächelte, sie winkte.